Eintracht Frankfurt gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, das Duell der Aufsteiger. Herzlich willkommen im MyBet-Wettstudio. Vergangenes Jahr noch direkte Konkurrenten um die Zweitligameisterschaft. Und jetzt könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Eintracht Frankfurt mit seiner bisher grandiosen Saison. Dritter Platz, 6 Saisonsiege, 19 Punkte. In Fürth hingegen ist man nun Schlusslicht. Nur ein Saisonsieg und 6 Punkte stehen auf dem Konto. Trainer Mike Büskens kann dennoch mit gutem Gefühl im Bauch an den Main reisen. Holte man gegen Bremen doch den langersehnten ersten Heimpunkt der Vereinshistorie. Wir haben unseren ersten Punkt, da gibt es jetzt kein Gerede mehr. Wir haben unser erstes Stürmertor, da gibt es jetzt auch kein Gerede mehr. Dass wir durch den Wolfsburg-Sieg wieder auf den letzten Platz gerutscht sind, spielt heute keine Rolle. In ganz anderen Regionen schweben bisher die Frankfurter. Da kann auch eine Niederlage gegen Stuttgart nicht die Stimmung verderben. Armin Fee nach diesem Spiel, wir haben sehr viel Aufwand betrieben, aber, wie sagt man so schön, sind dafür nicht belohnt worden. Aber die Welt geht nicht unter, Recht hat er und Recht geben ihm auch die Quoten. 10 Euro darauf, dass Frankfurt gewinnt und die Hessen fahren tatsächlich ihren 7. Saisonsieg ein, dann landen 17,70 Euro auf ihrem Konto. Ein richtig getipptes Unentschieden zahlt bei gleichem Einsatz 35 und ein Sieg der Franken 49 Euro. Wir wünschen wie immer den richtigen Tipp.